Nach den Mädels ging es nun auch für die Männer ins Becken. Und da traf Waspo Hannover auf den SSV Esslingen. Im letzten Jahr richteten die Niedersachsen die Pokalrunde selbst aus. Da verlor man im Finale gegen Spandau. Das Ziel für das Wochenende also, na klar, Revanche. Aber davor musste erst einmal der SSV Esslingen geschlagen werden. Die Jungs von Bernd Berger waren zwar Außenseiter, doch hier wollte man jede Chance nutzen. Irgendwie den Fuß ins Finale bekommen. Aber der Start versprach nichts Gutes für die Esslinger. Das Anschwimmen ging an die Weißkappen aus Niedersachsen und dann gleich die erste Hinausstellung aus Sicht des Underdog. Die wird von David Kleine prompt ausgenutzt, 1:0 für Waspo. Und die schoben gleich das 2:0 hinterher, Benze Todd mit dem Treffer. In der Liga beklagte man gegen Waspo die Schwächen im Überzahlspiel und auch hier im Halbfinale des DW-Pokals konnte man von keiner Besserung berichten. Der Pass war hier ein wenig zu lang und dann ließen sich die Seehafer-Jungs nicht lumpen. Plötzlich stand es 5:1 durch Bojan Paunovic. Doch Esslingen wollte hier nicht nur Sparingspartner sein und kam langsam ran. Zur Viertelpause stand es 5:3. Und dann möchten wir mal jemanden vorstellen. Stephen White, der junge US-Torhüter, zeigte, was in ihm steckte. Stark gehalten. Er ist einer von insgesamt 3 US-Boys und hier hielt er seinen Jungs den Rücken frei. So konnte Esslingen langsam aber stetig rankommen. Plötzlich stand es 8:6, dank Valentin Finkes. Na, da war doch der Fuß wieder drin in der Finaltür. Und der schob sich immer weiter rein. 8:7 von Heiko Nossek und man staunte nicht schlecht. Waspo hatte zunehmend Probleme mit dem Außenseiter. Hannover zwar mit starkem Pressing, aber ein Heiko Nossek, der kann es auch aus der Distanz. Wunderschönes Tor des Nationalspielers. 8:8, Ausgleich. Bernd Berger witterte die Chance, vor der Halbzeit noch in Führung zu gehen und stellte seinen Mann nochmal neu ein. Gebracht hatte das nichts. Aber immerhin, das 8:8 war ein Ausrufezeichen in Richtung Hannover und die wollten zeigen, wer hier der Herr im Wasser war. Diese zwei Buden lieferten den Beweis. Einmal Erik Bukowski und dann Felix Harstig mit dem 10:8. Doch besonders einer wollte sich nicht geschlagen geben, Stephen White. Er versprühte einen ganz besonderen Spirit, der sich durch das gesamte Team zog. Hier war was drin, hier war es spannend. Der SSV die ganze Zeit dran am Favoriten aus Niedersachsen. Und dann noch so ein schönes Tor. 11:10. Hannover war jetzt also unter Zugzwang und spielte weiterhin gegen einen Mann, Stephen White. Eigentlich will der junge Student Esslingen im Sommer verlassen, aber spätestens nach dem Spiel tut Bernd Berger alles, um den Keeper nie wieder gehen zu lassen. Ja, alles halten konnte der Amerikaner aber nicht. Und so netzte Bolovic zum 12:10 ein. Leider war es das aus Esslinger Sicht. Der letzte Treffer von Hannes Rotfuß unterstreicht nochmal, wie knapp das Match war. Aber am Ende zieht Hannover ins Finale ein. Bin ich zufrieden mit dem Spiel? In keinster Weise. Wir führen 4:0. Und dann verlieren wir irgendwie den Fahren oder den Mut, den Willen, das Ding sicher und souverän nach Hause zu bringen. Also wenn er nicht gut hält, dann können wir so viel arbeiten, wie wir wollen. Da sehen wir hinten schlecht aus. Aber heute war er wieder überragend. Und für uns ist das das erklärte Ziel, dieses Jahr in die Endspiele zu kommen. Das haben wir jetzt erreicht mit dem Pokal. Meisterschaft steht noch aus. Hannover also mit dem ersten Schritt Richtung Revanche. Jetzt muss nur noch Spandau nachlegen, damit es zum Showdown im Finale kommt. Esslingen dagegen zeigte hier eine starke Leistung und hat das erste Ausrufezeichen Richtung Bronze gemacht.